Hat das schmelzende Eis in der Antarktis ein deutsches U-Boot freigegeben aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs? Und wenn ja, warum war es dort? Wonach hat die Besatzung gesucht? Und warum befindet sich ganz in der Nähe eine seltsame Höhle, die immer wieder mit UFOs und Aliens in Verbindung gebracht wird? Ist es das, wonach man gesucht hat? Das und sehr vieles mehr erfahrt ihr wie immer direkt nach dem Intro. Ein deutsches U-Boot aus dem Zweiten Weltkrieg, eingefroren unter dem dicken Eis der Antarktis, nach 80 Jahren wiederentdeckt durch die Satellitenbilder auf Google Earth. Eine detaillierte Struktur, es könne gar nichts anderes sein als der stählerne Koloss, mit dem man sich auf die Suche nach dem Mystischen begab. Und so heißt es, dass die Besatzung nicht allzu weit entfernt war, um wahrlich Außergewöhnliches zu entdecken. Doch ist es wirklich das, was wir hier sehen können? Ein antikes U-Boot der Deutschen? Und wenn ja, wonach genau haben sie gesucht? Und was ist das für eine seltsame Struktur ganz in der Nähe? Kann das wirklich möglich sein? Wir schauen uns gleich diesen Fund ganz genau an und das, was in seiner Nähe entdeckt worden ist. Eine seltsame Vertiefung, die immer wieder mit UFOs und Aliens in Verbindung gebracht wird. Aber fangen wir wie immer von vorne an. Bekannt ist, dass zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs deutsche U-Boote auf allen Meeren dieser Welt unterwegs waren. Es wird gar angenommen, dass sie vom Südatlantik aus bis in die Antarktis vorgedrungen sind. Die meisten jedoch sind bis heute verschollen. Rund 782 U-Boote mitsamt Beischiffen bleiben vermisst. Auch ist bekannt, dass es zahlreiche Stützpunkte in den eisigen Regionen dieser Erde gab. Erst im Oktober 2016 entdeckten russische Wissenschaftler einen geheimen Stützpunkt in der Arktis, auf der Insel Alexandraland. Ein Bau namens Schatzjäger, rund ein Jahr nach der deutschen Invasion in Russland gebaut. Es heißt, dieser sei sehr früh wieder verlassen worden, nachdem sich die Besatzung mit dem Verzehr von Eisbärenfleisch vergiftet hatte. 72 Jahre später fand man nur noch die Überreste der damaligen Bewohner. Etwa 500 verschiedene Artefakte, rostige Kugeln und Dokumente, perfekt konserviert, aufgrund der extrem niedrigen Temperaturen. Mit der Entdeckung des Schatzjägers kamen sofort Gerüchte auf. Die Station sei geschaffen worden, um nach antiken Relikten und Machtquellen zu suchen. Ist dies also der erste Anhaltspunkt, dass auf der anderen Seite der Erde, innerhalb der Antarktis, tatsächlich ein deutsches U-Boot unter dem Eis steckt? Ein deutsches U-Boot wurde angeblich in der Antarktis auf Google Maps gesichtet. So titelten es vor wenigen Jahren so einige Magazine und Zeitschriften. Sie beziehen sich dabei auf das Video eines YouTubers, der über Google Earth eine seltsame Struktur entdeckt haben will. Seiner Meinung nach ein lang verschollenes U-Boot der Deutschen. Es beweise nicht nur die immer wieder aufkommende mythische Verbindung zur Antarktis, sondern auch, dass sie tatsächlich vor Ort waren. Sie müssen im ewigen Eis nach irgendetwas gesucht haben, trotz der widrigen Bedingungen. Nun aber habe das schmelzende Eis eines dieser Geheimnisse gelüftet. Man könne auf diesen Bildern eine unnatürlich gerade Struktur erkennen, in Form eines U-Bootes, unter der Eisdecke, ein röhrenförmiges, gräuliches Objekt. Genauer sagt er, wenn Sie von oben drauf schauen, können Sie etwas sehen, das wie eine gräuliche Stahlfarbe aussieht. In der Mitte können Sie eine Reihe gerader Linien sehen, die nicht wie ein völlig zufälliger Naturakt aussehen. Dies hier hat eine intelligent gestaltete Struktur. Auch will er die Größe des Objekts ermittelt haben. 310 Fuß, rund 95 Meter lang.
Tatsächlich könnte die Größe stimmen. Das größte jemals gebaute deutsche U-Boot ist die U-139, 92 Meter lang. Doch dieses stammte noch aus der Kaiserzeit. Dennoch sei er sich sicher, diese Struktur zeige eines der vielen vermissten deutschen Unterwasserkreuzer und es zeige, dass man bis zur Antarktis vorgedrungen sei. Überall auf der Welt wurden Wracks deutscher Kriegsschiffe entdeckt, nachdem sie im Zweiten Weltkrieg versenkt oder verlassen wurden. Und nun ist ein solches auch in der Antarktis aufgetaucht. Es gibt in der Antarktis viele mysteriöse Dinge, daher überrascht es mich überhaupt nicht. Ich bin mir sicher, dass ich dort noch sehr viel mehr finden werde, als nur ein uraltes deutsches U-Boot. Wenn er recht hat, wenn dies hier tatsächlich ein deutsches U-Boot unter dem antarktischen Eis ist, was wollte es dann da? Wonach hat die Besatzung gesucht? Gibt es dort noch etwas in unmittelbarer Nähe? Den Bericht über ein deutsches U-Boot im antarktischen Eis habe ich vor ein paar Jahren schon mal irgendwo aufgeschnappt. Daran erinnert hat mich nun aber der Kollege Peso, denn dieser hat erst vor wenigen Wochen ein Video zu diesem vermeintlichen Fund gemacht. Ich werde euch dieses natürlich in der Beschreibung verlinken. Wie ich auch, hegt er aber so einige Zweifel daran, ob dieses U-Boot wirklich ein U-Boot ist oder dann doch eben nur Pareidolie. Und selbst wenn es eins wäre, so kann man halt überhaupt nicht sagen, ob es sich hierbei eines aus dem Zweiten Weltkrieg handeln könnte. Ganz zu schweigen, ob es denn ein deutsches ist. Andererseits gibt es in unmittelbarer Nähe diesen seltsamen Eingang, diese seltsame Höhle. Könnte es da also irgendeinen Zusammenhang geben? Nehmen wir mal an, es ist doch ein deutsches U-Boot unter dem antarktischen Eis und die Besatzung war auf der Suche nach etwas. Sie wären dann ziemlich nah dran gewesen und es ist bei weitem nicht die einzige seltsame Struktur dort. Immer wieder seltsame Formationen und untertassenförmige Objekte. Hätten sie also nach etwas Außerirdischem suchen können? Eine riesige Öffnung in der Antarktis. Erstmals aufgenommen im Jahr 2016 durch einen Satelliten im Erdorbit. Keine kleine Höhle, sondern so groß, dass man sie aus dem Weltraum heraus sehen kann. 90 Meter breit und 30 Meter hoch. Und auch heute kann man sie noch auf den neuesten Bildern entdecken. Form und Ausmaße haben Bestand. Keine natürliche Formation, die durch Erosion entstanden ist. So zumindest wird es vermutet. Und tatsächlich schaut es so aus, als wäre diese Öffnung weitaus mehr. Eine riesige Höhle oder ein Tunneleingang, der uns sehr viel tiefer unter die Landmasse der Antarktis führt. Spekulationen, was denn diese Formation in Wirklichkeit ist, gibt es viele. Eine künstliche Struktur, entworfen von einer Zivilisation, die das Land bewohnte, als es noch nicht vom Eis bedeckt war. Oder ein Eingang zu einer außerirdischen Basis, tief unter der Antarktis gelegen. Es ist bei weitem nicht das einzige Tor, das uns tief unter das ewige Eis führen soll. Auf Greenwich Island, einer der antarktischen Inseln, gibt es ebenfalls einen solchen Eingang. Ein mysteriöses Loch, das je nach Jahreszeit mal geschlossen, mal geöffnet erscheint. Ein Prozess, der seit seiner Entdeckung im Jahr 2007 anhält. Und was immer es ist, auch diese Öffnung besitzt schier gigantische Ausmaße. 83 Meter hoch und 75 Meter breit. Groß genug, damit Raumschiffe oder fliegende Untertassen hineingelangen, wie es manch einer so annimmt. Eine Vermutung, die sich auf weiteren Ausschnitten der Aufnahmen zeigt. Ein silbern glänzendes Objekt, das geradewegs in Richtung der Öffnung fliegt. Sehen wir hier ein abgestürztes UFO in der Antarktis, innerhalb eines kleinen Sees, eine Bruchlandung im eisigen Gewässer oder lag es schon seit Ewigkeiten dort und wurde nun erst durch das schmelzende Eis erkennbar? Es sieht schon wirklich mehr als nur seltsam aus. Ein kreisrundes Objekt, das sich in einem herzförmigen Bereich der Antarktis befindet. Manch einer deutet diese dunkle Stelle als einen kleinen See,
Andere wiederum sehen nur einen dunklen Fleck, der mit Schnee umgeben ist. Das, worum es aber eigentlich geht, erkennt jeder sehr genau. Dieses Ding, das uns alle an die Form einer klassischen Untertasse erinnert. Nur ist dieses sehr viel größer. Keine wenigen Meter, sondern ganze 40 Meter in seinem Durchmesser. Doppelt so groß wie ein anderes seltsames und ebenfalls kreisförmiges Objekt. Eine 20 Meter große Scheibe, die unter einem Felsen der Burger Hills hinausragt. Neben untertassenförmigen Objekten erscheinen aber auch immer wieder Formen, die uns aus den letzten Jahren nur allzu gut bekannt sind. Auf den Bildern über dem antarktischen Gewässer sehen wir hier ein zylinderartiges weißes Objekt. Es scheint in diesem Moment schnell über das Wasser hinwegzufliegen. Ein Tic-Tac-UFO, wie es Jahre später auch die Piloten der Navy gesehen haben wollen. So mancher Fund scheint tatsächlich das Ergebnis einer Pareidolie zu sein, also etwas in Dingen zu sehen, die gar nicht dort sind. Doch gilt dies auch für alle Funde in der Antarktis? Schreibt mir wie immer eure Meinung dazu in die Kommentare. Und wenn euch das heutige Video gefallen hat, so lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Und nun rüber zum Kollegen Peso. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Augen auf!